Urlaub im Baumhaus. Heute ist der große Tag gekommen. Robin und Joni sind schon ganz aufgeregt und tanzen zwischen Haustür und Auto hin und her. Heute geht es in den Urlaub, zu einer ganz besonderen Unterkunft. Auch Mama und Papa kommen natürlich mit. Und das Baby. Das ist noch ganz klein und schläft und trinkt sehr viel. Bald sind alle Koffer im Auto verstaut und es geht los. Nach ein paar Stunden Fahrt, die trotz Hörspielen, Schlafen und Spielen am Ende etwas lang werden, sind sie endlich da. Mama zeigt durchs Fenster und sagt: Schaut mal nach vorne, da ist unser Ziel. Könnt ihr es entdecken? Die zwei ungeduldigen Jungs drücken sich ihre Nasen an der Scheibe platt. Und tatsächlich, dort hinten taucht ein großer Baum mit dickem Stamm auf. Kaum hat Papa gebremst, springen sie auch schon aus dem Auto und rennen schnell näher. Mit offenen Mündern schauen sie am Baum hoch. Unter dem Kronendach entdecken sie drei runde Baumhäuser. Und eine Schaukel. Da will Joni hin. Und schon läuft er weg und schwingt los. Robin dagegen ist zum Fluss gelaufen und betrachtet das ruhig dahin plätschernde Wasser. Als er näher tritt, um seinen Eimer mit Wasser zu füllen, macht es neben ihm laut Platsch. Noch ganz kurz kann Robin einen Blick auf einen kleinen Frosch erhaschen. Da ist er auch schon untergetaucht und verschwunden. Wuff, wuff, hören sie Amy im Hintergrund. Nanu, sagt Joni, was hat Amy denn? Sie schauen nach oben, um entdecken zu können, was Amy wohl entdeckt hat. Und ganz oben erkennen sie eine Seilwinde mit einem Korb. Yay! Robin, da müssen wir hin! Und schon rennt Joni los zur Treppe und sprintet hoch. Robin ist ihm dicht auf den Fersen. Aber, oh je, die oberste Stufe der Treppe fehlt. Oh nein, da kommen wir nicht hoch, zweifelt Joni. Doch als Robin nach unten blickt, entdeckt er etwas. Joni, schau mal da unten. Ich glaube, da liegt das abgebrochene Teil von der Treppe, stellt Robin fest. Oh ja, du hast recht, Robin. Schnell gehen sie zu dem Brett und versuchen es aufzuheben. Das ist aber ganz schön schwer, stöhnen sie unter ihrer schweren Last. Aber mit gemeinsamen Kräften schaffen sie das Brett bis ganz nach oben zu schleppen. Der Einbau geht schneller als gedacht, alle Halterungen sind noch da. Nun können sie ohne Probleme auf die erste Plattform des Baumhauses, umrunden den Baum, klettern über die Hängebrücke und sind endlich an der Seilwinde und lassen sie herunter, bis sie ganz unten ist. Schau, da unten, sagt Joni. Da liegen unsere Rucksäcke und Äste. Die können wir nun ganz leicht nach oben transportieren. Gesagt, getan. Robin läuft runter und belädt den Korb mit ihren Rucksäcken, einem Ast und ein paar Blättern. Fertig, ruft er zu Joni hinauf. Der Korb ist voll, du kannst ihn nun hochziehen. Puh, ganz schön schwer ist der Korb nun. Aber Joni schafft es ohne Probleme, ihn wieder ganz nach oben zu ziehen. Dies ist ihr erstes Abenteuer in ihrem Baumhausurlaub. Viele weitere werden folgen. Sie beobachten die Umgebung, schlafen in ihren gemütlichen Betten und sitzen oft mit ihren Eltern zusammen. Ganz besonders toll ist auch die Schatzsuche, die sie sich für ihre Eltern ausgedacht haben. Erst suchen sie an der falschen Stelle, das ist lustig. Doch dann finden sie den Schatz.
Aber am besten gefällt ihnen abends am Lagerfeuer zu sitzen mit der gesamten Familie. Mit Mama, Papa, dem Baby und Amy.